So, hallo und herzlich willkommen hier an alle Daytrader und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Joe. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und wenn dich das Thema Daytrading im Kryptobereich auch interessiert, dann lass du gerne ein kostenloses Abo da, ein Like, ein Kommentar. Würde mich sehr freuen, würde den Kanal unterstützen, dass wir weiter wachsen und noch mehr Leute von diesem Content und den geilen Einstiegen profitieren können, so wie die meisten hier die letzten Wochen und Monate. Genau, und wenn wir schon dabei sind, lass du mal bitte gerne einen Kommentar rein, wer von den laufenden Trades profitiert hat, wer bei Matic eingestiegen ist, bei Bitcoin eingestiegen ist, bei Ethereum eventuell, nach meiner Prognose. Also würde mich einfach mal interessieren, wie viele Leute davon schon partizipieren konnten jetzt, vor allem die letzten Tage. Ja, was steht heute an? Wir schauen uns den Dollarindex an, danach Bitcoin, Ethereum und unser laufender Matic-Trade. Alles sehr, sehr interessant und das alles nach dem Intro. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Was ist mit dem Dollar passiert heute? Wir sind weiter runtergefallen. Beim Dollar sei ich ja schon seit Wochen, wo wir hier oben angekommen sind. Ja, also schon über 2 Wochen, dass wir hier die Chance haben oder dass der Dollar die Möglichkeit hat, hier zu reagieren und dann nach unten, also dass der Kurs weiter fällt. Warum ist das relevant für uns? Weil wenn der Dollar fällt, steigt der Bitcoin. Oder steigen in der Regel alle anderen Märkte. Ja. Deswegen heute Dollar leicht im Minus bis jetzt. Mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Warum ist der Dollar im Minus? Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. In Amerika gab es heute neue Zahlen. Das war ja eine Vertrauensfrage, wie der Durchschnittsamerikaner der Notenbank und der Wirtschaft momentan vertraut und da sind die Zahlen schlecht geworden. Also das Vertrauen der Amerikaner in das Wirtschaftssystem allgemein und den Dollar fällt weiterhin und zwar stark unter der Prognose. Deswegen schlecht für den Dollar. Der Dollar fällt, gut für die Märkte, insbesondere für Krypto. Also erstmal gute Chancen, dass wir hier mit dem Dollar weiterhin fallen. Baut sich absolut noch nichts Bullisches auf. Und wir sind hier immer noch in dieser Range. Sollten wir hier drunter gehen, unter die 109,9, wäre diese Sequenz hier, wo wir hier bilden momentan, wäre valide und mit einem Zieltarget bis hier unten. Und wie ihr seht, wir haben noch massig Platz hier bis hierhin. Das heißt, wenn hier massig Platz nach unten ist, haben wir bei Bitcoin noch massig Platz nach oben. Und dann gehen wir auch gleich rein. Was macht der Bitcoin? Stand jetzt gerade live, versucht er einen erneuten Ausbruch über diesem Bärenlevel, was ja ich ja schon die letzten Tage und Wochen auch gesagt habe. Dieses Bärenlevel, das muss erstmal fallen und am besten über die 20.000 US-Dollar, ein 4-Stunden-Close drüber. Bis jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus mit dem kleinen Pump heute. Volumen kommt auch ein bisschen rein, aber ob das reicht, dass wir hier drüber gehen über die 20.000, wage ich mal zu bezweifeln. Ja, aber sieht gar nicht so schlecht aus. Wir sind im Trade drin seit 18.800. Das ist jetzt kein Daytrade, sondern das ist wirklich ein längerfristiger Trade mit Zieltargets hier oben. 21.700 US-Dollar. Sollte der Markt hier dieses High rausnehmen bei über 20.000 US-Dollar, können wir uns nach Re-Entries Ausschau halten, werde ich dann euch durchgeben, je nachdem, wann es soweit sein wird, falls es soweit kommen sollte. Erstmal müssen wir hier über die 19.700 US-Dollar ziemlich genau drüber gehen, schließen und dann nächste Hürde 19.800 und dann die 20.000 sind signifikant. Da müssen wir auf jeden Fall eine 4-Stunden-Kerze drüber schließen. Dann können sich die ganzen Leute, wo noch nicht im Trade drin sind, ich hoffe, es sind nicht allzu viele, wo nicht drin sind, ich hoffe, die meisten sind drin, können sich dann neu positionieren. Ich gebe dann die Levels durch, wann ich mich nochmal einkaufen werde, weil ich habe ja hier schon Profite genommen bei 19.200. Ich werde bei knapp 19.950 US-Dollar nochmal Profite nehmen und sollten wir dann hier hochgehen, dann werde ich mit allen Profiten, wo ich bis jetzt dahin genommen habe, werde ich mich mit 50% von den Profiten werde ich mich neu positionieren im BC Korrekturlevel dann. Aber das werde ich euch dann alles genau durchgeben. Meine Levels.
Aber wie gesagt, ist auch ein Long-Term oder halt mittelfristiger Trade, kein Day-Trade, weil momentan ist halt so, die Lage ist, ja, ich komme einfach nicht dazu, dass ich, also ich habe morgens, bevor ich in die Arbeit gehe, auch wenn ich um 4 Uhr aufstehe, jeden Tag, obwohl ich erst um 7 Uhr anfange zu arbeiten oder 7:30 anfange zu arbeiten. Es ergibt sich morgens einfach kein Setup. Wie ihr seht, wir laufen hier sogar auf dem 15-Minuten-Chart. Sind wir hier seitwärts die ganze Zeit und die ganze Action passiert halt eigentlich dann nachmittags, ja, nachmittags und abends, und dann bin ich ja dann hier für euch online. Ja, also ja, es ergibt sich ja einfach kein Setup in der Zeit jetzt gerade, dass ich euch morgens was durchgeben kann. Also, das ist bei Bitcoin erstmal. 19.700 müssen wir durch. Am besten dann über die 20.000 drüber. Sieht gar nicht so schlecht aus. Gehen wir bei Ethereum. Ethereum sieht natürlich noch besser aus und wir machen hier ganze Zeit higher highs. Und jetzt haben wir auch fast hier dieses High rausgenommen. Muss ich wieder korrigieren. Also Ethereum sieht gar nicht so schlecht aus. Ich bin in Ethereum in keinem Trade drin, weil ich darauf gehofft habe, dass wir hier das 61,8er FIP-Level mitnehmen. Der Markt hat es nicht gemacht. Ich kann mal kurz nochmal für euch schauen, welche Level er angelaufen hat. Ja, also exakt am 55,9er. Seht ihr hier, 55,9er. Das ist diese grüne Linie hier. Hatte genau reagiert und ihr wisst ja, mein Vorgehen eigentlich normalerweise ist so, dass wenn wir an der ersten, ja, Linie, also an der 50er Zone, das ist die blaue Linie hier oben, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wenn wir da erstmal reagieren und gehen nach oben und bilden kein neues High und der Markt kommt runter, nehmen wir normalerweise die nächste Zone, ja, in dem Fall die 55,9er. Ich selber habe euch diese Levels durchgegeben, ich habe es aber nicht mitgenommen, weil ich auf den besseren Einstieg beim 61,8er FIP-Level spekuliert habe. Habe ich mich an meine eigenen Regeln nicht gehalten. Selbst schuld, ich bin nicht drin im Trade. Ist aber nicht weiter tragisch. Es kommen noch ganz, ganz viele Trades in meinem Leben. Ja, auf jeden Fall, wer hier eingestiegen ist, hat jetzt, Stand jetzt, ja, über 11%. Es waren jetzt 4 Tage. Ist ganz okay für so eine schwierige Marktphase. Also wie gesagt, bei Ethereum müssen wir hier dieses High noch rausnehmen, bei ziemlich genau 1.400 US-Dollar. Dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Diese interne bearische Sequenz mit Ziellevel hier unten, wo wir hier hatten, die ist schon fertig. Die zählt nicht mehr, weil wir hier dieses B rausgenommen haben schon. Also wir haben hier die interne bearische Struktur gebrochen jetzt und wir sind kurz davor, diese hier aufzubrechen. Also Ethereum sieht, wie ich schon seit Wochen sage, für mich deutlich bullischer aus als Bitcoin. Und ja, Stand jetzt, wenn der Markt jetzt kein neues High generieren sollte, was er aber wahrscheinlich nicht macht, sind hier meine neuen Entries. Stand jetzt sind wir bei der 1.323 US-Dollar, 1.315, 1.306 und 1.300 US-Dollar wären jetzt neue Entries, weil wir schon im BC-Korrekturlevel sind von dieser internen Bewegung. Wenn ihr sehen könnt, mit diesem Low, diesem High, diesem neuen Low und diesem neuen High. Also die Leute, wo sich positionieren wollen, Stand jetzt in dem Level. Wenn jetzt der Markt natürlich weiter hochgehen sollte, dann wird sich auch dieses Level verschieben. Aber ich werde euch, wenn sich signifikant etwas tun sollte und ich sehe, dass der Markt dann zur Korrektur ansetzt, werde ich euch in meiner Telegram-Gruppe die neuen Einstiegslevel durchgeben. So schnell wie möglich, falls es nicht in der Nacht ist, wenn ich schlafe. Klar, dann kann ich es nicht machen. Es sei denn, ich stehe wieder auf mitten in der Nacht und mache es dann. Ja, aber Stand jetzt gucken wir mal, ob der Markt es schafft, hier die 1.400 rauszunehmen. Tut sich momentan schwer, aber ja.
Sieht gar nicht so schlecht aus, vor allem weil wir hier auch gut Volumen reinkriegen. Seht ihr, das Volumen hier ist größer als das Volumen, als das Volumen, als das Volumen und sogar als das hier. Also Ethereum sieht gar nicht so schlecht aus, Leute. Ich werde auf jeden Fall dann die meine Einstiege, meine neuen auf Telegram durchgeben. Ihr könnt gerne meine Telegram-Gruppe joinen, alles for free, kostet nichts. Und ja, jetzt haben wir schon wieder ein neues High. Also der Markt versucht gerade live bei Ethereum die 1400 US-Dollar zu knacken. Gucken wir mal, ob er es schafft. Aber ich bin guter Dinge und ja, die Re-Entries, die kommen dann. So, und dann gehen wir noch auf Matic. Matic, ja. Wie ihr seht, auch neue Highs, ganze Zeit am Generieren. Ziellevel ist weiterhin hier oben bei 99 US-Dollar Cent. Ich werde hier den Trade komplett schließen. Bei 99 Dollar Cent ist mein Take Profit, mein letzter. Ich habe hier schon genommen Profite. Hier bei 88 Dollar Cent, genau war das, habe ich Profite genommen. Jetzt gucken wir mal, wie der Markt sich weiterhin verhält. Bei Matic werde ich euch auch Re-Entries, falls wir noch wieder korrigieren sollten, werde ich euch auch bei Matic durchgeben. Meine neuen Reentries, falls der Markt jetzt nicht hochkommt und falls der Markt jetzt hier ins C hochschießen sollte, wovon ich Stand jetzt nicht ausgehe. Ja, der Markt darf ruhig nochmal hier runterkommen und nochmal ein bisschen Kraft tanken, weil es ist schon noch ein ganzes Stück bis hier oben. Ich werde euch auf jeden Fall, wenn der Markt zur Korrektur ansetzt, egal ob hier oben oder unten oder weiter hier unten, auch in meiner Telegram-Gruppe meine Reentries bei Matic mitteilen. Ja, und ich würde sagen, das war's auch schon. Matic steigt und steigt und steigt. Also Leute, mich würde echt gerne interessieren, wer da mit eingestiegen ist, vor allem bei Matic, weil Matic haben wir hier richtig geile Gains gemacht. Zwar auch kein Daytrade, aber wie gesagt, ich tue mich schwer in der Zeit, wenn ich noch meinen 9-to-5-Job habe, euch Daytrades durchzugeben, falls das Setup nicht wirklich sehr gut ist in dem Moment. Ja, weil ich muss auch an die Leute denken, wo noch nicht so drin sind im Thema Trading und ich will nicht, dass Leute Geld verlieren. Ich will, dass wir alle Geld zusammen machen. Und das geht halt im Daytrading ist jetzt nochmal ein Ticken schwerer, als wenn ich jetzt euch hier so mittelfristige Trades durchgebe, weil hier ist einfach die Spanne höher. Ja, da werden auch kleinere Fehler verziehen oder wenn jemand drin ist und sein Stop-Loss nicht richtig im Griff hat, ja, oder schnell reagieren kann. Hier ist immer ein bisschen mehr Spiel auf so mittelfristigen Trades. Deswegen, ja, also wir sind bei Matic hier bei 78 US-Dollar Cent eingestiegen. Ja, muss ich sogar kurz gucken, Leute. Jetzt, worauf ich gerade. Wo wir bei Matic eingestiegen sind. Doch, 78 US-Dollar Cent, genau. 78 US-Dollar Cent habe ich gerade auf BitGet nachgeschaut. By the way, geile Exchange. Wenn ihr traden wollt, nutzt doch gerne meinen Link in der Videobeschreibung. Könnt auch ein Demo-Konto erstellen, euch mal ans Trading ausprobieren. Mal gucken, ob meine Prognosen mit euren übereinstimmen. Ihr könnt Trades setzen, alles kostenlos, wirklich, es kostet absolut gar nichts. Und wenn ihr meinen Link benutzt, dann kriegt ihr später, falls ihr mal mit echtem Geld traden wollt, wenn ihr euch da eure Sache sicher seid, kriegt ihr auch noch einen Bonus, je nach Höhe, wie viel ihr einzahlt. Und ihr spart noch Gebühren. Und wie gesagt, BitGet macht ganz andauernd Promotions. Also heute konnte man auch 40 BitGet gewinnen, einfach nur, wenn man einen Bitcoin-Preis geschätzt hat. Also es gibt dauernd Gewinnspiele und wirklich die Exchange, die ist wirklich geil und ich sage das nicht, weil ich Partner von BitGet jetzt bin seit ein paar Wochen, sondern einfach, weil ich die Exchange richtig feiere, weil die einfach vom Aufbau her ist, also vor allem beim Traden, ist wie Binance und die Leute, wo schon länger dabei sind, die wissen, wie geil Binance war, muss man ehrlich sagen. Also es war richtig geil zum Traden und BitGet ist da genau gleich und deswegen feiere ich die App so oder halt die Exchange. So. Jetzt gehen wir mal gucken. Stand jetzt sind wir hier über 18% im Gewinn bei Matic und der Kurs steigt weiter hier live.
Also, ich werde euch auf jeden Fall bei Ethereum und bei Bitget und bei Matic und auch bei Bitcoin, so was richtig, Bitcoin, nicht Bitget, die Ranges durchgeben. Sobald sich etwas tut hier, wenn ich eine Korrektur sehe, alles auf Telegram und wie gesagt, gerne joinen, alles for free. Ja, jetzt sehen wir hier gerade, Ethereum hat die 1400 genau angehittet, so wie ich es gesagt habe. Also Ethereum sieht nicht schlecht aus, Leute. Ich würde sagen, ich mache jetzt das Video durch hochladen, damit ihr schnell Content bekommt. Und wie gesagt, jeder Kommentar, jeder Like, jedes Abo unterstützt mich, dass noch mehr Leute von diesen geilen Trading-Ideen profitieren können. Wie ihr seht hier, geile Einstiege. Einfach ein geiles System. Kann man schon mal sich anschauen. Also Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend. Bleibt gesund, genießt es ja mit der Familie. Ihr wisst, Gesundheit und Familie ist das Wichtigste. Und ich habe einen trockenen Mund, weil ich gerade vom Training komme. Ja. Geld kommt, Geld geht, aber ich komme morgen wieder. Versprochen, euer Joe von Daytrading Germany. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.